Hi Leute, heute dreht sich alles um das Thema Wünsche. Ja, ja, ist das in Märchen schön. Man geht in den Wald, findet eine Fee und hat 3 Wünsche frei. Also Moment mal, das Einzige, was ich finde, wenn ich in den Wald gehe, sind geruchsintensive Auswürfe von Hunden. Aber zurück zu den Wünschen. Wünsche würden einem Leben manchmal weiterbringen bzw. ziemlich viel helfen. Ja, sogar manchmal aus kniffligen Situationen befreien. Ich habe für euch mal meine Wünsche zusammengestellt. Ja, also mein größter Wunsch war damit erfüllt. So, und was machen wir nun? Gibt's ja eigentlich irgendwie ein Drehbuch? Ah, danke. Nein, gibt es nicht, weil du zu blöd warst, eins zu schreiben. Sag mal, was soll das denn? Mach einfach weiter. Ey, ich lass mir doch nicht befehlen, was ich machen soll. Okay, ist ja gut, ich mache ja schon weiter. Ja, also ist wirklich so, die meisten Männer wünschen sich, einen Tag eine Frau zu sein. Jetzt werden sich einige fragen, wieso? Also ich denke ja, 50% der Männer wollen nur rausfinden, wieso Frauen zu zweit aufs Klo gehen. Jetzt mal ehrlich, wieso macht man sowas? Schreibt mal einfach mal in die Kommentare eure 3 Wünsche, die ihr so für euer Leben habt. Und mal was ganz anderes. Letztens erst im Fernsehen gesehen. Eine rauchende Schwangere fragt, ob Radioaktivität für ihr Kind schädlich ist. Am Tag eine halbe Autobahn in die Lunge ziehen, aber fragen, ob Radioaktivität schädlich ist? Was soll man so einer Person bitte sagen? Mädel, hast du noch alle? Von meiner Seite aus war's das. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ciao.